Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Slime Ranger. Wir oder ich habe ein Problem. Und zwar ist die letzte Aufnahme von Slime Ranger einfach tot. Tot! Wir haben die letzte Folge aufgehört, da habe ich die hier geile... Wollten wir ins schöne Moosbett gehen, ne? Da sind wir auch drinne. Wir haben hier einen großen Honigschleim gefunden. Haben hier, wo wir gerade stehen. Wo war denn das? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir den großen Party-Slime vom Event gefunden. Ne? Alles schön und gut. Problem ist nur, das ist alles nicht auf Kamera. Ich konnte die Aufnahme leider auch nicht retten. Wir haben zum Beispiel hier dieses glückliches Ornament gefunden und noch ein paar hier von diesen Scheißdingern hier. Also, naja, aber wir haben Honigschleim gefunden und Jägerschleim. Was ja schon mal sehr gut ist. Problem ist halt nur wirklich, dass das alles nicht aufgenommen ist. Was zum Henker bist du denn? Was zum verkackten Henker bist du denn? Ich lasse diese komischen Ornamente mal hier. Ein Pinkschleim. Was zum... Ich wollte gerade sagen, wieso hat der Partyhut auf? Wie cool wäre das, wenn das so ein Partyhut-Slime gewesen wäre? Hier sind noch mehr von den Dingern. Warum sehen die so aus? Wie die aussehen? Mysteriös. Gut. Wir sind aber gerade an der Stelle, wo ich eigentlich schon wieder weggehen wollte. Ich meine, es ist ganz schick hier, ne? Hier gibt es auch ein paar echt coole Sachen. So wie halt, naja, ein paar Sachen. Hier könnt ihr mal lesen. Zum Beispiel hier ein Wollknäuel, was halt die Katzenslimes voll geil finden. So was wie halt die Quietscheente ist für die Pfützenslimes. Aber ich kann die Aufnahme leider nicht mehr retten. Das tut mir echt leid. Ach, komm schon. Aber ja, das haben wir hier auch gefunden. Honig und Gelee und so. Aber wir können die nicht mitnehmen, weil kein Platz, Inventar und so. Ach, das ist echt... Kacke. Genau hier oben war der Party-Slime. Hier sind auch noch zwei von diesen Ornamenten. Die musste ich hier auch erstmal lassen. Das ist alles scheiße. Das ist alles nicht gut. Mist, ey. Ganze Aufnahme versaut. War leider komplett irreparabel beschädigt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich kotz im Strahl. Oh, das ist nicht dein Ernst. Was mache ich denn jetzt? Wir haben das Ornament verloren. Uff, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Moment, wir müssen mal das Spiel crashen lassen. Ja, hallo Hintergrund, guten Tag. Das ist nicht sein Ernst. Das geht gar nicht. Wir kriegen dieses Ornament nie wieder. Das war ein Event. Wenn wir das jetzt verloren haben, dann ist das weg für immer. Deswegen gucken wir einfach kurz, auch wenn es Cheaten ist, aber das Ornament
Das würde mich richtig ärgern, wenn das weg ist. Alles nur wegen diesem scheiß Absturz. Krieg doch die Krise. Laden, bitte nicht am Farmhaus. Bitte nicht am Farmhaus. Verdammt. Gut. Wir haben einmal alles verloren. Sehr gut. Top. Genial. Wir haben das Ornament komplett verloren. Das ist wirklich eine Glanzleistung von mir gewesen. Alter. Das kann doch nicht sein. Als ob. Ich hoffe, das kriegen wir nochmal irgendwann wieder. Auch wenn das nur verblödete Deko-Kacke ist, ne? Aber es ist zu haben, ist trotzdem gut. Gott, ist das frustrierend. Und unsere Honigschleime und die Jägerschleime und... Boah. Alter. Okay, das Spiel hat mich offiziell jetzt fertig gemacht. Was eine Katastrophe. Das ist echt eine Katastrophe. Das ist wortwörtlich eine Katastrophe jetzt. Das wurmt mich voll. Das macht mich übertrieben aggressiv gerade. Alter, durch die eigene Blödheit komplett verkackt. Komplett verkackt. Wirklich durch die eigene Dummheit, weil man mal schnell darüber wollte und nicht gewartet hat, bis die geknackte Ausdauer wieder auf Maximum ist. Ah, wurmt mich das. Gott, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass mich das gerade abnervt. Oh mein Gott, dieses Chesna-Ornament. Scheiße, scheiß auf die Schleims, wisst ihr? Und die Schleims kriegt man immer wieder. Aber das Ornament kriegt man halt nicht wieder. Ach, ist das zum Weinen. Alles jetzt irgendeine Strafe für irgendwas? Ich hab mir doch nichts zu Schulden kommen lassen im Spiel. Glaube ich. Ich treibe nur Massenhaltung. Aber das Spiel lässt mich das ja auch machen. Also fühle ich mich nicht schlecht mit deswegen. Ach Mann. Ach, scheiße. Gut, was fressen denn Honigschleime? Früchte, okay. Früchte. Geh mal kurz hier drüben noch mal rein. Alter. Hasse mein Leben gerade. Es ist nur ein Spiel, aber es ist nur ein blödes Deko-Objekt, aber ey. Es war mein Deko-Objekt. Das war mein hübsches Deko-Objekt. Könnt ihr doch nicht machen. Könnt ihr nicht machen, ey. Wir brauchen Früchte. Dann können wir den Honigschleim füttern gehen, dass der platzt. Wird uns zwar nicht viel bringen, weil wir kriegen von denen wahrscheinlich nicht das Möglichkeitsornament wieder.
Aber was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen? Kriegst halt nicht wieder? So ist es. Und mir ist übrigens auch aufgefallen bei ein paar Aufnahmen, dass die... Bringt nix. Ja, dass die Effektlautstärke ein bisschen... Naja, zu laut war. Ist aber alles nicht so weiter wild. Man kann trotzdem alles gut verstehen. Gott, geht mir das hart auf den Keks. Meine Güte. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Besonders, weil mir kurz davor halt die Aufnahme flöten gegangen ist. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie sehr mir das auf den Keks geht. Dieses Zeug ist prähistorisch. Schön. Oh Mann, ey. Hier, gib mir mal euer Loot hier. Na gut, ich sollte nicht so frustriert sein. Gibt Schlimmeres. Ich sollte nicht so frustriert sein. Honigschleime kriegen wir wieder. Jägerschleime kriegen wir wieder. Kreisornamente, die wir da gelassen haben, kriegen wir auch wieder. Alles nicht so tragisch. Nur das wichtige Ding ist halt weg. Naja. Noch ist nicht alles verloren. Vielleicht finden wir es ja wieder. Geht zwar nicht von aus. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Und durch irgendeinen Zufall finden wir noch mal so ein Ding. Ach, bin ich so ein Terz hier, ja? Blöde Katzen. Wir nehmen mal noch ein paar Pogo-Früchte mit, weil der Honigschleim mag halt Früchte. Wir haben hier gar keine Pogo-Früchte drin. Verdammt. Verdammt. Aber 20 reichen nicht. Karotten da sind auch fast leer, ist aber alles nicht so tragisch. Ah, dann schlafen wir mal einmal. Müssten die Bäume der Pogos neue Früchte haben. Haben sie auch, sehr gut. Können wir einmal voll looten hier. Haben dann 50. Und sollten damit in der Lage sein, den Honig schleimen. Zu sprengen. Aua, mich juckt's. Haben wir hier was Neues drin? Ja, den können wir mal kaufen. Der hätte uns gerade eventuell das Leben gerettet. Naja, Herzmodul können wir eigentlich auch kaufen. Naja. Ich kann mal kurz gucken, was wir hier in dem Belohnungsclub haben. Hier, Bogen-Upgrades. Kaufen wir mal. Bogen-Upgrades. Das hier, ja? Licht oder was? Sieht ganz so aus, als ob das Licht wäre in den Bögen. Was ist da, ein Hologramm? Cool. Braucht zwar kein Mensch die Scheiße? Aber okay. Was soll's? Weil hier drinnen ändert sich nie was, oder? Jetzt sieht hier immer noch alles so rustikal aus. Gott, ey. Naja. Gut, wir gehen mal Richtung Dings. Richtung Moosbett. Wir gerade spektakulär gestorben. Wir das nicht rauskriegen. Was soll das? Erstmal hatten wir hier wieder ein Geschenk. Das können wir mal kurz zurückbringen. Auch wenn es nur so ein blödes Huhn ist. Steinhuhn-Ding-Ornament. Frag mich ja jetzt echt, Alter. Wie viele sollen wir noch von den Dingern kriegen?
Und überlege alleine, wie viele Pinke wir liegen lassen haben. Das sind ja alleine 7 Stück oder so. Deswegen, was da los, ey? Was da los? Ich muss mal kurz überlegen, wo das überhaupt nochmal genau war. Genau, war da hinten hoch, da durch diesen Baumstamm. Boah, immer noch voll viel das Jetpack. Aber gut. Egal. Egal. Unser Ziel ist es, Dings zu machen. Ja, gut, wir hätten auch wieder hier Dings machen können. Ich weiß, ich vergesse es doch immer. Wir hätten uns auch von da hier hinporten können. Ja. Okay. Erwischt. Nein, das riskieren wir nicht. Ich habe ganz kurz überlegt, ob wir von da hinten darüber fliegen, aber nee. Ich habe echt keine Lust, nochmal zu sterben. Ah, ist alles Müll. Oh, hier sind wir. Moosgebiet. Moosgebiet. Komm schon, lass mich hier runter. Dankeschön. So, unser Ziel hier drinne ist gerade eigentlich nur, kurz hier hochzukommen. Gestrüpphühner, wa? Ja, die haben wir auch gefunden gehabt. Hier ist nochmal was zum Lesen. Ich muss ja ein bisschen nachholen, was wir halt übersehen hatten. Wo ist denn weiter in die Richtung ist der große Honigschleim? Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt. Keine Ahnung. Aber der Honigschleim ist irgendwo da hinten lang. Der ist hier durch, wa? Der muss irgendwo da oben sein. Komm schon, wo sind denn eigentlich Honigschleime? Keine Energie mehr. Da oben ist der große Honigschleim. Okay. Wir müssen immer auf der Suche nach Jäger und Honig. Kleine Honigschleime sein. Die haben wir ja spektakulär verloren. So, hier. Willst du Früchte? Ess Früchte. Ich habe hier 50 Pogo-Früchte für dich. Ah, bitteschön. Er hat sogar eine 49 vertragen. Oh, ja, nehme ich alle. Ach, hau ab. Vergiss mal, hört mal auf, alles zu fressen, was ich hier frei mache. So, wir haben Schleimschlüssel. Das ist ja schon mal gut. Und nochmal so ein blödes Ding. 10-mal Schleim, also 10-mal Honigschleime ist okay. Ist eine gute Sache. Die Karotten können wir einmal wegkicken. Können wir nämlich noch die Sachen hier einsammeln. Eventuell schmeiße ich auch die, weiß noch nicht, Minzfrucht oder eins von den beiden Ornamenten weg. Falls wir Jägerschleime finden. Jägerschleime sind nämlich wichtiger als die Ornamente. Ich würde halt auch gerne noch mal wissen, wo wir hinkommen, wenn wir durch das Portal hier hinten gehen. Hier gibt es noch mal was zum Lesen. Ich komme hier mal nie hoch. Ich brauche sowas wie ein Double Jump. Ich brauche sowas wie ein... Da, hier, ja, okay, hier. Weg. Jägerschleime mitnehmen. Dann lassen wir das pinke Ornament hier. Aber wir nehmen auf jeden Fall Jägerschleime mit. Auf jeden Fall. Das muss. So, darüber müssen wir, glaube ich, am besten.
Zumindest bin ich da das letzte Mal rübergegangen. Hüpf, genau, da geht's von da aus und dann geht's hier lang. So. Schon so. Und so. Dann sind wir hier oben. Da gibt's denn die Ornamente. Die können wir, da haben wir ja gerade Platz für. Ach, das im Boden haben wir auch mitgekriegt. Okay. Unten sind noch Honigschleime und so. Hier können wir auch mal kurz Wasser einsammeln, falls wir Dings begegnen. Teerschleime. Ach, da ist ein Akku. Boah. Binde. Hast du gerade was von mir gegessen? Ist der gerade an mir abgebissen? Komm in den Klado. Ob der von mir abgebissen hat. Oh, Schleine. Nehme ich. Schleime. Honigschleime. Honigschleime. Honig. Honig. Noch mehr Honig. Nein. Du bist jetzt fatal kaputt gemacht. So, genug Honigschleime hier sammelt. 28 Stück. Reicht. Erstmal. Wäre natürlich schön, wenn wir noch ein paar Jägerschleime finden würden. Schon wieder so ein Ding, ey. Meine Güte. Wo sind wir gerade? Okay, wir kommen dem Teleporter näher. Oh, dich kann ich noch mitnehmen. Und dich kann ich noch mitnehmen. Da, dich nehme ich mit. Und hier ist das letzte Mal mein Spiel abgestürzt, ne, als ich auf die Map geguckt habe. Deswegen gucke ich hier nicht auf die Map. Deswegen gucken wir mal kurz. Zack, sind wir wieder hier. Gut. Und egal, was wir machen, wir gehen sofort einmal schlafen. Damit nämlich gespeichert ist. Und gucken mal Clubbelohnungen. Ja, komm, kaufen wir mal. Was ist das? Schleimspielzeugladen. Interessant. Wir können jetzt, glaube ich, neue Farben machen. Jee. Das ist ja ditte. Traubenschnaps. Nee, komm, wir... Was ist denn das? Aus Technik. Okay. Was ist denn Technik? Ach, das ist das. Cool. Treib es bunt. Was ist weg? Ach, das ist meine Waffe. Cool. Cool. Jetzt ist alles so ein bisschen Rotstich hier mit unseren Sachen. Das ist cool. Können wir so lassen. Alter. Wie viel wir von diesem Scheiß haben. Holy shit. Katastrophe. Und wir gehen mal kurz hier ins Wildgebiet rein. Und pflanzen mal... Lass mich mal kurz überlegen. Hier Mohrrüben, ne? Mohrrüben machen wir mal weg und pflanzen hier mal die Mango an. Ach, das ist sogar ein Baum. Ist ja schön. Alter Schwede, wie viele Mohrrüben. Wie viele Mohrrüben. So, dann haben wir nämlich noch Minze. Minze. Hauen wir einmal hier komplett rein. Ja, hier, damit ihr nicht so aggro werdet, esst mal was. Meine Güte. Macht mal nicht so ein Terz. Macht mal nicht so ein Terz, ey. Hier haben wir noch einen Haufen Stuff. So. Ja, ist alles wieder voll. Ich wusste es. Können wir einmal hier alles voll machen. So. Und einmal hier alles wieder einsaugen. Ah, wir brauchen unbedingt irgendwelche Sklaven, die die Scheiße für uns hier machen. Wurde gesagt, ich sag zu oft Scheiße in den Videos. Egal, Scheiße.
Oh. Wir sind übrigens schon wieder auf Überlänge, ne? Das heißt, wir verabschieden uns mal von der Folge. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.